Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Stimmt eigentlich. Ich kann auch den Granatenwerfer benutzen. Granaten. Den Granaten. Guck den da. Juuuui. Bumm, lol. Ja, okay, lass nochmal. Lass jetzt. Ah, ich brenn! Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von GTA 5 Online. Heute wagen wir uns zusammen mit dem Flo an die Heiß. Hallo. So Leute, wir sind bei mir zu Hause angekommen. Ich habe ja jetzt Ding Dong auch ein Apartment, das wisst ihr ja. Ja, wie hier klingelt, ne? Ohne Müll. Wollen Sie Kekse kaufen? Nein! Alter, mit deiner Pferde, Mann. Ist richtig gruselig. Ich habe jetzt auch ein Apartment hier, ne? Weiß man Bescheid. Also, ich habe mir jetzt das günstigste hier gekauft. Und wir werden natürlich jetzt die Heist hier anfangen zu starten. Warum gehst du als Erster in den Raum? Das sehe ich gar nicht an. So, wir starten das natürlich. Schwierigkeit, kann man die auf schwer stellen? Ja, ne? Ja, ja. Mach auf schwer. Okay, pass auf. Dann stellen wir Schwierigkeit auf schwer. Feste Waffe, nehmen wir einfach mal die Pistole, keine Ahnung. Wir kaufen Munition für alle, denn ich habe keine Lust, da immer in die Ammunition zu gehen. Das können wir nämlich direkt dann hier gleich machen. Panzerung natürlich auch. Und dann starten wir einfach mal rein. Mal gucken, was auf uns wartet. Ich kenne die heißen und nicht der Flo. Kennt sie natürlich schon, aber von euch da draußen werden sie die meisten auch schon kennen. Wie gesagt, ich kenne sie noch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wir gucken einfach mal, was abgeht. Soweit ich weiß, ist es ein Banküberfall, der erste gleich. Echt? Ich weiß es nicht. Jetzt klingelt es an der Tür. Ich hab meine Maske nicht auf. Ist das vielleicht Lester? Tatsächlich. Hässliches Gesicht. Ja, du hast echt ein hässliches Gesicht. Ach, ich finde es immer ganz angenehm, wie Lester labert, aber das ist für online. Online ist es langweilig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Maske. Finde ich geil. Ja, ich finde deine Maske auch geil. Vorbereitung zum Banküberfall. Lesters wunderschönes Auto. Also du hast einfach Lester weg. Muss ich auch in Lesters Auto? Ja, ja, denk schon. Echt? Ja, ja, der Lester steigt hinten ein. Echt? Ich will aber mit meinem Motorrad fahren. Muss ich? Mit Lester und deinem Team steht da, du musst auch rein. Okay, warte. Hallo, fahr zurück. Mal gucken, ob ich kurz einsteigen und wieder raussteigen kann. Warte. Ich kann nicht mehr aussteigen! Tja. Ja, gut. So, meine Freunde. Da vorne ist es. Gucken wir uns den Laden mal an. Der Lester labert einfach immer noch. Ja, können wir uns mal angucken. Hier steht eine Smarte Maid, irgendein Typ. Smarte Maid. Ja. Da hinten, Alter, da ist das Money drin. Da müssen wir hin. Der Tresor. Da ist er. Ne, wir müssen nur zum Tresor 167. Es. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt schießt er schon wieder rum, Alter. Was ist denn mit dir? Oh, 5 Kilometer zurück, was ist denn das? Komm, fass um. Passt doch, oder? Sie lebt noch. Perfekt. Darf ich den fahren diesmal? Ja, ja, kannst du machen. Seit gestern sind ja auch die neuen Heists raus. Also eine ist es, glaube ich, oder eine richtig fette. Aber auf jeden Fall müssen wir natürlich jetzt ab heute die Heists starten. Die nächsten Male dann, alter Lester, na, so unhöflich von dir. Die nächsten Male werden wir dann halt auch zu viert das machen, weil wir es zu viert machen müssen. Aber ja, die ersten zwei Heists oder so sind ja, glaube ich, zu zweit. Also nur, dass ihr dahingegen Bescheid wisst. Danke, Flo, dass mein Auto, das ich jetzt bekomme, so schön erhalten hast. Es wird repariert. Kein Problem. Das war's schon.
Bestanden. Ich hab Platin. Ja, weil du gefahren bist. Easy. So muss das losgehen, Leute. So muss das losgehen. Ja, wir mussten jetzt auch noch nichts machen, ne? Ich musste eigentlich was machen. Ich muss tja, eben. Und das ist nicht gut gemacht. Wie, was? Oh, ich trage gar nichts. Tja. Ich bin halt ein Gentleman, ne? Du nicht. Gut, Leute. Lester hat ein bisschen Treffer. Wenn du einen Raubüberfall beginnst, gibt es zunächst Kosten zu decken, den Einsatz. Mit diesem Geld werden die nötigen Ausrüstungen für den Raubüberfall besorgt und anderen Spielern entlohnt, die bei den Raubüberfällen mithelfen. Ja, du brauchst Geld für den Raubüberfall. Das weiß ich auch, ich habe auch Geld. wir müssen auch einen Kuruma anscheinend klauen. Das ist zwar blöd, weil der Flo hat einen, aber... Gut, wenn wir ihn klauen müssen, ist es so. All deine Ausrüstungsgegenstände, Waffen, Kleidungsstücke für den Raubüberfall werden in diesem Spind angezeigt. Du benutzt diese Sachen bei den Raubüberfallvorbereitungen und im was auch immer. Sobald der Raubüberfall abgeschlossen ist, werden alle Beweisstücke vernichtet. Dam, dam, dam. Also, als Anführer kannst du aus Mitgliedern für Raubüberfälle auswählen. Wähle daher sorgfältig. Sollte das Spielen mit eigenen Mitgliedern nicht funktionieren, lade andere Spieler zum Spielen ein, bla bla bla. Alter, das, ich kann nicht so schnell lesen. Wähle die nächste Ding aus. Machen wir natürlich. Wir besorgen uns hier den Kuruma. Oh fuck, hab ich B gedrückt. Was? Ich hab B gedrückt. Ich hab verlassen. Du musst mich einladen dann. Du bist so behindert. Ja, mach ich gleich. So Leute, jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los! Aus meinem Apartment raus werden wir uns hier jetzt dem Kuruma widmen und wir haben null Teamleben, dann passt's ja. Ja, weil du auf schwer gestellt hast. Ach, weil ich auf schwer gestellt habe. Ja, ist auch gut. Boah, mhm. Da ist das heißt, eine fette Karte. Geil. Du schießt und was mache ich? Gar nichts. Ja, dann hätte ich ja wenigstens fahren können. Wäre es nicht klüger gewesen? Ich hab ja auch ein paar Waffen, also so ist ja, es ja, eben, aber du halt nicht reinrennen. Ja. Die warte mal, die stehen jetzt hier gleich. Also hier ist der Kuruma. Ja, da stehen die. Wo steht ist der Kuruma? Da, du siehst ja auf der Map. Ach, wir ich sehe. Fahr nach hinten durch, genau. Ja, wollte ich auch. Dreh dich. Und dann können wir hinterm Auto oder irgendwie. Ja, geh hin. Erstmal hinter das Auto hier. Nicht beschädigen den Kuruma, ne? Ja, ist mir bewusst. Wie kann ich mich hinter irgendwas, Kuh. Okay. Und immer wenn du zielen loslässt, bist du dann hinterm Ding wieder. Ich hab die beste Deckung ever, echt. Die haben immer ein bisschen vorstürmen. Ich sehe keinen, also stürme ich ein bisschen vor. Nein, warte mal, die sind hier hinten. Ja, ja. Du ballerst die einfach komplett weg, alles klar. Natürlich, ich bin's gesehen. Hä? Mike, schießen, Profi. So Leute, Second Try. Er steht immer noch da, ja. Diesmal weiß ich wenigstens, wie man sich duckt. Beziehungsweise hinten. Warte, die sehen uns noch nicht, Ich schau die. Ja, sauber. Die sehen uns noch nicht direkt reinböllern. Ja, ich hab mir gleich die Offensiven geschnappt, weil die verstecken sich ja auch. Hast du dir überhaupt schwere Rüstung bestellt? Ja, habe ich. Bestellt? Bestellt, gekauft. So Amazon. Ja, nee, ich war gerade nur unkonzentriert, das war mein Problem. Die sind nur tot, ne? Weißt du, wenn sie tot sind, ne? Ich hab schon mal GTA gespielt. Ich schieß da jetzt rein. Ah, ich hab Angst. Oh fuck! Ich hab Angst um den Kuruma. Brennt der? Ja, ist keiner mehr da. Nee, dem. Hä, als ob da. Ich sag doch, dass er brennt. Ich hab's noch gesehen. Das ist nicht gut rein zu böllern, Mann. Ja, ich wollte nur das eine Auto hochjagen. Der steht da rechts. Da sind halt viele. Es kommt halt. Fahr mal, wir versuchen es. Komm, wir haben Zeit. Okay. Leute, wir probieren was das Ganze ist. Wir wollen jetzt direkt da hinfahren. Den Flo lasse ich dann aussteigen. Ich fahr dann weg. Und dann ich probier's einfach. Oh fuck, die haben sie Waffen sogar schon draußen. Steig aus! Nein! Ah! Oh mein Gott, wie viele da waren! Ja, das sag ich doch!
Oh mein Gott, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Fahr weg. Oh. Bist du tot? Nee, ja, scheiße, es funktioniert nicht. Also, du bist auch halt blöd ausgestiegen, aber es ist halt, ich konnte da nicht anders reinfahren. Bekommen wir jetzt am Ende dafür weniger Geld, weil wir 8 Rides gemacht haben? Nein. Warte mal ganz kurz. Ich bin gleich da, und einen Moment. Lol, wir sind oben? Hä? Ach, weil wir so schlecht... Lol. Wir waren so schlecht. Als ob... Als ob... Wir waren einfach... Hä? Als ob das nach drei... Wir haben grad... Fahr. Ja, Leute, das war jetzt auf jeden Fall auch geil. Wir waren einfach so kacke, dass wir ohne Gegner einfach den haben konnten. Also, na, wir sind halt hingefahren und haben es beim ersten Mal verkackt. Beim zweiten Mal hat der Flo das weggesprengt, den Kuruma. Und beim dritten Mal haben wir einen Try gemacht, so dass ich ihn da hinfahre und er direkt einsteigt. So funny halt, ne, weil wir dachten, wir haben ja ein bisschen Zeit, wollen wir das ausprobieren. Und ja, letzten Endes standen wir dann einfach oben ohne Gegner und konnten ihn dann nehmen, weil wir angeblich zu schlecht waren. Kann man auch mal machen. Ich habe nur Gold. Ach Mann. Das war traurig einfach. So traurig. Wir durften die Mission einfach gar nicht machen. Weil wir hätten es ja auch geschafft, wir haben uns nur am Anfang halt blöd angestellt, dann, ja, ich habe mich blöd angestellt, danach hast du den anderen weggeballert und dann wollten wir halt so ein bisschen was ausprobieren, aber... So Leute, dann nochmal ein kleines Rennen und zwar zusammen mit den anderen Typen hier, also mit irgendwelchen random Leuten. Das geht natürlich in die Hose. Oh, die hat einen Shatora oder Shatoro oder... Das geht in die Hose, weil ich kann keine Rennen fahren, vor allem nicht gegen andere Leute. Weil die sind einfach besser, vor allem gibt es auch Custom-Autos, bla bla bla. Also, das ist wahrscheinlich nicht so geil, aber wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Was das so wird. Ja, auf welchem Platz bist du? Erster. Ja, GG. Ach, da steht's ja im Chat. Ich bin klug. Yeah. Oh fuck, oh nein, ich werd verrecken. Oh lol, 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 lol. Doch nicht. Ah, ich bin nicht Zweiter jetzt, halt. Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter. Sauber. Achter, Neunter, alle fahren an mir vorbei, sogar du. Wow. Ach, man kann den Shotaro nehmen, ja gut, das hätte ich wissen müssen. Die können aber alle kein Motorrad fahren, das ist das Problem für die. Das Problem ist, dass manche dann doch welche, ja, modifizierte, getunte genau haben. Und hey, viele haben den Shatoro oder Shataro oder Shatura. Shataro, ja. Der erste kann auf jeden Fall fahren. Ich hab halt falsch gespielt. Was bist du jetzt? Dritter. Ah, den zweiten überhole ich noch. Schon wieder Dritter bist, hä? Die sind schlecht. Oh, jetzt kommt Heli, oh, Alter. Oh nein. Das ist mein, ja, Spezialgebiet, nicht. Aber ich hoffe, die anderen können es auch nicht. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht der absolute Mongo, aber ich kann nicht gut gegen andere fahren oder fliegen. Und ich habe einen Crash gebaut. Hallo. Hallo? Ich bin Fünfter. Ich bin direkt fliegen. Hinter dir. Ja, ich habe gerade nicht aufgepasst. Komm, 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 das ist jetzt Boot da unten, das ist nicht schlecht. Aber ein scheiß Boot. Ja, es ist tatsächlich so, da kommt einer entgegen, lol. Bei ihm läuft auch. Als ob ich dich überholt habe. Oh nein, ich muss nach links, ich habe es gar nicht gedacht. Nein, jetzt wirst du mich wieder einholen. Vor allem mit Motorrad sowieso. Aber es läuft besser als gedacht. Ja, jetzt holt er mich locker ein. Oh nein, jetzt ist dieser Pimpf hinter mir und ich kann ihn nicht mal wegrammen. Gibt's hier Windschatten? Ja, glaub schon. Oh, er hat einen Crash gehabt. Die haben schon beendet.
Ja, es ist nur ein Rennen, eine Runde. Der eine hat einen Crash gehabt, der hinter mir. Ja, ich habe jetzt auch Dritter. Ja. Du schaust zu als Vierter, ja, dann werde ich als Fünfter beenden, weil hinter mir ist... Ja, ich bin Vierter! Keine mehr. Ja, nein, du bist Dritter. Ja, okay. Ja, und hinter der Vierter hat halt auch beendet, das meine ich nur. Und ich bin jetzt auch im Ziel. Also es lief besser als gedacht, aber es ist halt, wenn da Leute so getunte Sachen haben, das ist schon... Er klatscht, er applaudiert. Ich würde sagen, das war's von diesem Part. Wenn er euch gefallen hat, lasst mal eine Wertung da und seid gespannt auf den nächsten Heiß. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Tschüss! I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kind of, now good vibes, feel like a title.